Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ihr wisst ja sicherlich, dass ich am Ammersee wohne, in einer sehr ländlichen Gegend. Am Ammersee selber habe ich ja schon sehr viel fotografiert, das heißt Stege bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Ich habe da nur ein Thema damit, diese ganzen Fotomotive, die wurden ja schon zigtausendfach fotografiert und wenn ich da am Steg stehe, ist es für mich keine wirkliche Herausforderung mehr. Und so fange ich jetzt auch an, mich nach anderen Fotomotiven umzuschauen, wo eigentlich keine sind. Darum geht es in dem Video. Ich bin jetzt hier die Landstraße mit dem Auto entlang gefahren auf der Suche nach einem Fotospot. Und von der Landstraße aus sieht man hier diesen Weiher, diesen mini kleinen Tümpel. Und den möchte ich heute fotografieren. So kann ich nämlich wirklich unvoreingenommen an so einen Fotospot rangehen, weil den hat mit Sicherheit noch keiner fotografiert, den ich kenne. Und suche mir jetzt hier in diesem Gestrüpp, bei diesen abgestorbenen Bäumen im Uferbereich, schönes Motiv. Ich erschwere mir die ganze Sache natürlich, weil wir auch keinen Sonnenaufgang gerade haben. Also das Licht steht auch ungünstig, aber es ist zumindest trocken und ich mache das Beste drauf. Weil mir geht es hier darum, um die Bildkomposition, ja, das Auge dafür zu entwickeln, irgendwelche schönen Landschaftsfotos einfangen zu können. Ich nehme euch mit, seid bei meinem Prozess dabei, wie ich mich da rantaste. Es wird bestimmt interessant. Dieser abgestorbene Baum hier könnte ein mögliches Fotomotiv sein. Der ist jetzt leider nicht so freistehend und steht auch nicht direkt im Wasser, aber der hat auf jeden Fall Potenzial. Aber bevor ich jetzt die Kamera auspacke, schaue ich mich hier noch weiter um, denn ich finde auch diese ganzen Grasbüschel, die hier am Ufer wachsen, die schauen auch mega interessant aus. Vielleicht kann ich da auch was mit zaubern. Diese Grasbüschel hier meine ich. Es ist super interessant, wie die gewachsen sind. Die schauen cool aus. Also das Ufer bin ich mittlerweile abgelaufen. Und man kann hier schon mit dem Weitwinkel Fotos machen. Allerdings sieht das Ufer auf jedem Bild, glaube ich zumindest, sehr, sehr unaufgeräumt aus, weil hier gibt es einfach so viele Grasbüschel und überall mal ein abgestorbener Baum. Und diese Bäume stehen auch nicht wirklich freistehend da. Also ich tue mir tatsächlich echt schwer, hier mit dem Weitwinkel zu fotografieren. Ja, dann schaut es euch mal an. Hier ist alles und nichts. Ja. Wir haben hier diese Grasbüschel, wir haben hier auf der Seite das Schilf. Im Hintergrund sieht man die Landstraße und die grünen Froschzäune. Das ist alles und nichts. Und deswegen mache ich jetzt hier, denke ich zumindest, kein Weitwinkelfoto, sondern schraube mein Telezoom drauf. Mein Teleobjektiv drauf ist 70 bis 180 und konzentriere mich mal auf Details hier am Wasser. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ich offenblendig fotografiere mit einem 70 bis 180 auf einer langen Brennweite, kann ich dieses Motiv sehr gut vom Hintergrund freistellen, ohne dass man unschöne Dinge sieht. Und der Betrachter schaut sich natürlich nur mein Motiv an und wandert nicht im Bild groß von links nach rechts. Das ist jetzt mein Plan. Das mag hier eine andere Situation sein, wenn man nicht mittags um 12 hier am Start ist. Vielleicht bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang fällt hier das Licht nochmal anders oder man kann Nebel über dem See sehen. Also Seeweiher ist es ja eher, Tümpel. Aber jetzt, der Uhrzeit, macht für mich ein Weitwinkel wenig Sinn. So, Freunde, und das hier ist tatsächlich der einzige hier alleinstehende Grasbüschel nahe an der Wasserkante. Und den nehme ich mir jetzt vor. Und das Bild, weiß man nicht genau, ich werde es wahrscheinlich aus der Hand machen, weil ich sehr offenblendig fotografiere. Da muss ich die Belichtungszahl ja sowieso komplett hochschrauben. Also sehr, sehr kurz fotografieren. Und den Grasbüschel stelle ich jetzt am schönsten, glaube ich, nicht da. Wenn ich hier von oben nach unten irgendwie fotografiere, ich mache mal kurz die Kamera an. Weil das bringt mir, glaube ich, so nichts. Das sieht auch nach nichts aus. Ich will den etwas hervorheben, ja? Etwas herausstechen lassen. Oh. Ich habe hier was gefunden. Eine Schnecke, kaputtes Schneckenhaus.
Vielleicht kann ich es ja auch noch einbinden in mein Foto, mal gucken. Ich glaube es zwar nicht. Vielleicht. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen dekorieren. Vielleicht sieht man es ja tatsächlich. Ich fotografiere den jetzt bewusst mal auch hier aus der Perspektive, weil wenn ich jetzt hier herumgehen würde, würde ich die Bäume auf dem Bild sehen. Und ich möchte ihn ja tatsächlich freistellen, also will ich so wenig wie möglich im Hintergrund haben, was mich irgendwie stört. Und ich fotografiere das Ganze jetzt auf einer 2.8er Blende im RAW-Modus, damit ich da eventuell noch was an den Farben machen kann. Und mit einer ganz, ganz schnellen Belichtungszeit mit 2500, also ein 2500stel, weil das brauche ich einfach, dass das Bild nicht überbelichtet. Und so würde ich es jetzt echt machen. Von meinem Schneckenhaus sieht man nichts. Fokussiert habe ich jetzt einfach nur auf diese Perücke. Und dadurch, dass ich mit so einer langen Brennweite jetzt hier über 100 arbeite, stelle ich dieses Motiv wunderschön frei. Jetzt ist noch die Frage, was mache ich hier mit meiner kleinen Schnecke? Ich habe das Schneckenhaus jetzt da nochmal schön hinplatziert. Vielleicht kann man es ja erkennen. Das ist so ein kleines Detail. Super. Ja, mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr so allein hier am Ufer. Es haben jetzt Motorradfahrer hier angehalten und auch nochmal zwei Autos. In dem einen Auto war eine Fotografin drin und die Motorradfahrer haben hier, mich wahrscheinlich auch am Ufer entdeckt, am Fotos machen, hier mit zwei Stativen. Und jetzt haben die wahrscheinlich den Spot auch für sich entdeckt. Naja, bevor ich jetzt darüber gehe zu diesen abgeschnittenen Baumstämmen, beschäftige mich nochmal mit dem Baumstamm da genau hinter mir. Ihr könnt ihn vielleicht sehen. Diese abgestorbenen Stämme spiegeln sich recht schön im Wasser und die werde ich jetzt dann auch hier mit meinem Tele aufnehmen. Dabei mache ich es einfach so, dass ich die Wurzel oder unten den Baumstamm genau mittig ins Bild rein platziere. Und das mache ich jetzt auch. Kamera habe ich jetzt mal aufgebaut. Ich werde das ganze Ding im Hochformat schießen, wenn da vorne die Leute weg sind. Habe mein Polfilter auf dem Filterhalter drauf, um einfach die Spiegelung von dem Wasser ein bisschen auszugleichen. Und einen schwachen ND-Filter. Den ND-Filter habe ich jetzt deswegen drauf, weil man sieht ganz minimale Wellen auf der Wasseroberfläche. Die will ich einfach wegbügeln. Und genau, ich glaube, ich kann da sogar mit einem 3.0er ND-Filter arbeiten. Ich tausche den nochmal schnell aus zwischen dem 1.8er, der hier standardmäßig schon drauf war, in einen 3.0er. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt hier der 3.0er. Es wird mächtig schwarz, wenn man den hier vorn drauf schraubt. Ich habe den Baumstamm auf dem Stativ jetzt hier schon manuell anfokussiert und es soll auch so bleiben. Ich stecke jetzt hier nur noch meinen Filter hier rein, den Halter und passe die Belichtungszeit an. Ich bin jetzt hier auch in der Waage, habe eine 2 Sekunden Auslöseverzögerung drin. Und macht das Bild auf einer 9er Blende, 6 Sekunden Belichtungszeit. So, das wäre jetzt hier das erste Spiegelfoto am See. Jawohl, cool. Sehr, sehr schön. Frisch eine Ente geschlüpft oder so. Jetzt habe ich mal einfach dieses Entenei, was ich da gefunden habe, habe ich mir jetzt mal hier so schön hin dekoriert in die Nähe des Wassers. Vielleicht kann ich hier ein ganz gutes Bild machen. Das passt irgendwie so schön. Das Ei, die Enten hier.
Schaut irgendwie arg gestellt aus. Ja. Wie sieht das aus? So ein Quatsch, oder? So schlüpft doch niemals eine Ente daraus. So, jetzt haben wir mal ein Ei fotografiert. Schön. Und das Ei habe ich tatsächlich mit Absicht darauf gelegt, dass ich einen kleinen Kontrastunterschied habe bei dem Foto. Wenn das Ding jetzt hier einfach nur im Gras liegen würde oder hier auf dem Heubüschel, käme es, glaube ich, nicht ganz so gut. Das ist ja kein Osternest, ne? Also die Baumstämme spiegeln sich da schon mal im Wasser, das ist ganz gut. Und ich würde mich da auch auf einzelne Stämme fokussieren und nicht auf die ganze Gruppe. Sonst habe ich da wieder zu viel im Bild. Hier kann man vielleicht auch irgendwas machen mit diesem verwucherten, verwachsenen, abgestorbenen Ast hier im Wasser. Könnte auch was werden. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf diese ein, zwei Stämme da hinten. Ja, und ich glaube jetzt, aus Bequemlichkeitsgründen mache ich das jetzt echt aus der Hand. Weil das Bild doch nicht so viel hergibt, wie ich mir das anfangs eigentlich vorgestellt habe. Ist mittig, gut, Horizont passt, aber na, haut mich gar nicht um. Überzeugt mich ganz und gar nicht hier dieser Baumstamm. Schade. Ja, und umso länger ich mich hier aufhalte, umso besser gefällt es mir hier irgendwie. Das sieht echt teilweise aus wie so eine surreale Landschaft. Mondlandschaft, keine Ahnung, was für ein Planet wir hier haben. Die Grasbüschel hier schauen auch ganz interessant aus, weil im Hintergrund sind die, die noch aus dem Wasser rausgucken, die hier am Ufer. Könnte gutes hochformatiges Bild werden, wenn man das Ufer entsprechend abschneidet, dass man da nichts von der Straße sieht. Schwierig, da der eine Ast so ultra lang ist. Ja, mit dem Baumstammmotiv vorne am Ufer hat es nicht so geklappt. Der lag nicht hundertprozentig, bilde ich mir zumindest ein. Aber was da 100% lag, war eine Frau, die mit dem Fahrrad irgendwie durch den Wald hierher gefahren ist und hat sich da direkt neben mich auf eine Picknickdecke gelegt. Die ist immer noch da. Und da hätte ich mir jetzt irgendwie schwer getan, da irgendeine Erklärung vor der Kamera abzugeben, was ich da mit dem Baumstamm anstelle. Deswegen bin ich jetzt das Ufer noch ein bisschen weiter hochgelaufen und habe hier dieses Schilf gefunden. Und hier ist diese schöne Watte oder was das da ist da dran. Das sieht so cool aus. Das wäre jetzt auch nochmal eine letzte Detailaufnahme wert. Das mache ich und dann packe ich auch zusammen und laufe durch den Wald
oder hier am Ufer entlang wieder zurück zu meinem Auto. Aber jetzt hier erstmal hier dieses coole Motiv. Und auch so bedingt durch das Sonnenlicht, weil die Sonne einfach genau über mir steht, werde ich wenig hier von der Landschaft zeigen und mich nur hier auf dieses Detail konzentrieren. Die Farben schauen auch wunderschön aus. Ich habe das Motiv jetzt genau mittig einfach mal genommen. Irgendwie stimmungsvoll. Man sieht tatsächlich auch die Wolken, die sich im Wasser spiegeln, leicht durch. Das ist ganz nice. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn das Video einigermaßen unterhaltsam war. Und jetzt sage ich Servus, euer Sigi vom Ammersee, heute von einem schönen Weiher. Bye bye. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch zum Auto zurücklaufen, habe ich mal Knochen hier gefunden. Schaut mal her. Kamera, Knochen. Noch mehr Knochen. Und dann habe ich dekoriert. Was meint ihr, was für ein Tier das war? Ich schätze mal ein Reh oder so. Schäden ist ganz schön groß. Komisch ist auch, dass hier alles verbrannt ist. Das kann man hier ganz gut erkennen. Ne? Alles angezündet.